Ich bin jetzt hier in meinem VMware Workstation 16 Player und versuche Windows 11 zu installieren. Was ich dazu benutze, ist die offizielle ISO-Datei, die mir von Microsoft zur Verfügung gestellt wird. Leider stoße ich jetzt hier auf das Problem, dass TPM sich nicht einfach so aktivieren lässt und damit dann die Installation fehlschlägt. Die Lösung, wie ich das Ganze dann trotzdem installieren kann, zeige ich euch nach dem Intro. Schauen wir uns also erstmal den Fehlerfall an. Ich bin jetzt hier in dem Wizard, eine neue VM hinzuzufügen, habe hier das Windows 11 German x64 ISO ausgewählt und klicke mal hier auf Next. Hier wähle ich jetzt Microsoft Windows aus und die Version ist ja auch richtig, Windows 10 und later halt x64. Wieder auf Next und das Ganze nenne ich dann halt Windows 11 Demo zum Beispiel. Und hier ganz wichtig, diese Location, die sollte ich mir merken oder sollte wissen, wo diese virtuelle Maschine am Ende gespeichert wird, denn die brauchen wir nachher. Ich gehe wieder auf Next, 60 GB sind okay, gehe hier nochmal auf Next und normalerweise würde ich jetzt die Hardware customizen, das resultiert bei mir hier in diesem leeren Fenster, deshalb sage ich einmal Finish und die Hardware kann ich jetzt hier noch in dem Fenster anpassen, gehe ich einfach auf Settings. Und ja, RAM sollte natürlich ein bisschen mehr sein, irgendwie können wir mal 8 GB geben. Prozessoren können wir auch ein paar mehr geben. So, und was jetzt hier das Spannende ist, eigentlich müsste ich jetzt hier über diesen Add-Button dieses Software-Plattform-Modul, also Software-Trusted-Plattform-Modul hinzufügen können. Das gibt es bei mir hier aber gar nicht zur Auswahl. Deshalb, ja, kann ich das hier erstmal nicht hinzufügen. Ich lasse das Ganze jetzt mal und gehe einmal auf OK. Und jetzt mache ich hier einen Doppelklick drauf. Hier einmal mit Enter bestätigen. Und jetzt boote ich in die Installation von Windows 11. Hier einmal bestätigen mit Weiter. Jetzt installieren. Produktkey habe ich keinen. Ich wähle jetzt mal hier Windows 11 Pro aus, soll aber im Prinzip egal sein, was man hier auswählt. Und hier kriege ich jetzt eben die Meldung, dass Windows 11 auf diesem PC nicht ausgeführt werden kann. Was hier natürlich völlig bescheuert ist, er sagt mir jetzt gar nicht, welche Hardware-Voraussetzung nicht erfüllt ist. Also ich müsste jetzt raten und müsste alle Hardware-Voraussetzungen manuell durchgehen. Zum Glück hatte ich schon da eine VM installiert, die auf Windows 11 lief, von den ursprünglichen, wo diese Beschränkungen noch nicht so hart waren. Und da hat er mir eben gesagt, dass TPM fehlt. Gut, dann fügen wir das Ganze doch einmal hinzu. Ich schließe das Ganze hier, beziehungsweise, ja doch, ich muss es ja hier schließen, oder kann ich zurück? Ja, ich muss es schließen, weil dieses Software-Plattform-Modul kann ich nur hinzufügen, wenn ich hier das Ganze einmal mit Shutdown beende, sonst habe ich keine Bearbeitungsrechte. Also die VM einmal schließen und jetzt gehen wir in den Ordner, den wir uns vorhin gemerkt hatten. So, jetzt bin ich hier in meinem Ordner drin, in dem eben meine ganzen virtuellen Maschinen liegen. Den Ordner hatten wir vorhin auch beim Anlegen gesehen und meine Windows 11 Demo-Kiste, die liegt eben hier rum. Da gehe ich einmal rein und was wir jetzt machen müssen, ist diese VMX-Datei zu öffnen. Man sieht, dass die nur 4 Kilobyte hat, das ist einfach eine Textdatei. Und die kann ich einfach mit dem Notepad meiner Wahl öffnen. Am besten immer mit Notepad++. Die Zeile, die für uns jetzt relevant ist, die fügen wir einfach am Ende ein. Und das ist einfach die hier. Die hatte ich schon in der Zwischenablage. Und die packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Könnt ihr einfach übernehmen. Und was hier wichtig ist, Virtual TPM wird hier eben in Softwareform hinzugefügt. Das Ganze speichere ich jetzt einmal ab. Steuerung S in meinem Fall oder auf Datei speichern und schließe das Ganze. Ich glaube, ich kann die VM einfach von hier aus starten, indem ich hier diese VMDK-Datei öffne. VMX-File ist corrupt, sagt er jetzt. Ja, das kann man, glaube ich, mit OK bestätigen. Das muss man jetzt, glaube ich, nochmal starten. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel nämlich, dass Windows 11 Demo auch so ein Schloss davor hat. Jetzt ist wieder weg. Ich gehe mal auf... Jetzt ist alles weg, okay. Ich gehe mal hier auf Settings und hier sieht man nämlich das Trusted Platform Module. Ich gehe nochmal auf OK und starte das Ganze nochmal. Also das ist immer so ein bisschen fummelig, aber am Ende hat es dann funktioniert. Einfach die Fehlermeldungen wegklicken und nochmal starten. Eventuell muss er sich die Konfigurationsdatei halt einfach neu einlesen.
Ja, an der Stelle waren wir ja jetzt vorhin schon. Bis dahin hat ja auch noch alles geklappt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich über den nächsten Schritt hinwegkomme. Keinen Produktkey und jetzt wähle ich ja die Version aus und an der Stelle ist er letztes Mal ausgestiegen. Windows 11 Pro, weiter. Und jetzt startet eben die Installation. Soweit bin ich beim letzten Mal gar nicht gekommen. Und ab hier geht es dann wie gewohnt weiter. Kann hier die ganze Festplatte nutzen und den ganz normal jetzt installieren lassen, wie ich es eben gewohnt bin.